Diese Austeritätspolitik, wie sie durchgesetzt wird, zeigt eigentlich auch die Logik, nachdem das europäische Institutionssystem, also EU und Eurozone insgesamt agieren und funktionieren. Ich hatte ja heute Morgen dieses Zitat von Angela Merkel gebracht, von Davos. Kleine Fußnote, sie hat zweimal in Davos gesprochen beim World Economic Forum und es ist immer lohnenswert, wenn sie dort spricht, sich diese Dinge genau durchzulesen, weil da spricht sie sozusagen mit ihrer Zielgruppe, ja, für die sie Politik macht. Das ist ja auch beim Gabriel so gewesen, als er dieses Jahr in Davos war und zu TTIP gesprochen hat. Da hat er ja gesagt, wir sind ja hier unter uns, ja, so. Und irgendwie, ich kann euch sagen, in Deutschland wird so hysterisch über TTIP gesprochen, weil die Deutschen eben reich und hysterisch sind. Ja, und da sieht man also, für wen da Politik gemacht wird und wer sozusagen die Peer Group ist von Gabriel und Merkel. Aber deshalb auch nochmal dieses Merkel-Zitat, weil das eben, finde ich, so treffend ist. Genau, sie sagte in Davos, zum Thema Eurozonenkrise, zum Thema Wettbewerbspolitik, wie können wir sicherstellen, dass in den nächsten Jahren eine Kohärenz in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Eurozone erreicht wird? Und damit meine ich nicht eine Kohärenz in der Wettbewerbsfähigkeit irgendwo im Mittelmaß der europäischen Länder, das ist nicht ihre Perspektive, sondern eine Wettbewerbsfähigkeit, die sich daran bemisst, ob sie uns Zugang zu globalen Märkten ermöglicht. So. Wettbewerbsfähigkeit, das ist das zentrale Thema und das soll mit der Austeritätspolitik durchgesetzt werden. Diese Austeritätspolitik zielt eben darauf, die Bedingungen in Griechenland so zu strukturieren, dass eben eine Weltmarktfähigkeit gegeben ist, beziehungsweise an Griechenland wird ein Exempel statuiert, um die anderen europäischen Länder zu einer Politik zu drängen, die eben deutschen Interessen entspricht. Also an Griechenland soll ein Exempel statuiert werden. Und es geht eben nicht darum, Griechenland zu retten, es geht nicht darum, für Wachstum und Stabilität zu sorgen, sondern Austeritätspolitik durchzusetzen. So, Kohärenz, sie sagte doch, wie können wir sicherstellen, die Kohärenz der Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten und die Ansprüche aus einem demokratischen System, für die Demokratie. Dazu eine Frage. Kohärenz heißt eigentlich Angleichung. Aber nee. Sie will nicht eine Angleichung nach unten, sondern sie will, dass alle möglichst genauso wettbewerbsfähig werden wie Deutschland jetzt. Genau, also sie sagt, oder sie sollen halt den Löffel abgeben, wenn sie das nicht schaffen, sozusagen. Genau, also sie will eine Kohärenz in Bezug der Eurozone haben, was Wettbewerbsfähigkeit angeht. Und sozusagen der Fixpunkt ist aber die Weltmarktfähigkeit. Ja, ja, so. Ja. Das ist sozusagen das Kriterium, an dem man sich messen muss. Und diese Wettbewerbsfähigkeit heißt natürlich niedrigere Kosten für Unternehmen. Und deshalb ist auch die Lohnfrage so wichtig. Und deshalb ist auch das Tarifsystem in Griechenland einer der ersten Angriffspunkte gewesen, das zu beseitigen. Also Flächentarifverträge existieren in Griechenland faktisch nicht mehr. Die Löhne sind um 40% abgesenkt worden. Der Mindestlohn liegt bei ungefähr 560 Euro. Vor einigen, ja, nicht Monaten, inzwischen ist es schon 2 Jahre her oder 2,5, gab es eine Konferenz der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie in Griechenland gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium. Also Barilla, Nestle und all diese Unternehmen waren dort und die haben gesagt, naja, der Mindestlohn in Griechenland ist viel zu hoch. Ja, 560 Euro im Monat, man könnte den doch halbieren. Ja, und damit ist man immer noch doppelt so hoch wie Makedonien, weil da ist der Mindestlohn 123 Euro. Ja, das ist das, was die Konzerne da gesagt haben. Dahin geht es. Es geht also nicht darum, dass insgesamt eine volkswirtschaftliche Wachstumsperspektive entsteht, sondern dass eben bestimmte Unternehmen Griechenland als Produktionsstätte nutzen können, um günstig Waren für den Weltmarkt zu produzieren. Darf ich da ganz kurz mal was fragen? Bitte. Also, weil Kohärenz, die würde ja nur dadurch entstehen, wenn sich zwar die Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivitätsrate, wenn die Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivitätsrate sinken im Vergleich zu Deutschland, aber gleichzeitig der Bildungsstandard steigen würde. Aber wir haben ja jetzt irgendwie gerade den Bildungsstandard in Griechenland ausgetrocknet durch keine Gelder mehr für Universitäten und eigentlich
zerstören wir ja gerade die Produktivität in Griechenland. Also deswegen kapiere ich jetzt nicht so ganz, ob das Ziel Kohärenz so überhaupt erreichbar ist oder ob nicht eher erreichbar wird, dass Deutschland wieder einen aussticht. Bevor wir zu den möglichen Folgen dieser Politik gehen, also zur Analyse, was bedeutet es eigentlich, sollten wir uns, glaube ich, nochmal klar machen, dass darin ja ein Paradigmenwechsel besteht gegenüber einer Politik, wie sie in Deutschland damals unter dem Signum Modell Deutschland für die deutsche Exportnation über Jahrzehnte erfolgreich betrieben worden ist, nämlich Wettbewerbsfähigkeit durch Produktivität der Arbeitsstunde, weil sie so viel produktiv leistet, durch entsprechende Technologie, durch höherwertige Arbeit. Jetzt soll die Kohärenz hergestellt werden, indem im Lohn, im Sozialsystem die Arbeitskosten gedrückt werden, statt dass aus einer Stunde Arbeit mehr Leistung kommt. Und das ist ein völliger Paradigmenwechsel in der europäischen Wirtschaftspolitik gegenüber der deutschen Wirtschaftspolitik, wie sie bis mindestens ins Jahr 2000 modellhaft unter dem Namen Modell Deutschlands auch. Denn da waren die Lohnkosten in Deutschland hoch und trotzdem war Deutschland Exportweltmeister. Über 50 Jahre in Italien, habe gearbeitet, selbstständig und angestellt. Aber in den letzten 20, 25, 30 Jahren wird, und zwar Norditalien, ich rede jetzt nicht vom Süden, das hochindustrialisiert war. Es hat keine Industrie mehr. Genau. Und das, was da sind Residuen. Es ist nur mehr Durchgangsland für Waren, die irgendwo herkommen, Orangen aus Spanien und so ähnliches. Und es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist fast so, glaube ich, fast so hoch wie in Griechenland und Spanien. Und ich war jetzt erst vor 8 Tagen unten und die sind am Boden. Genau, das sind ganz wichtige Beobachtungen und daran würde ich ganz gerne anknüpfen, weil also jenseits dieser ökonomischen Strategie, die sich sozusagen auf den Weltmarkt hin orientiert, hat diese Austeritätspolitik auch unmittelbar ein politisches Projekt, nämlich die Dominanz des deutschen Exportsektors zu stärken gegen die Sektoren in allen anderen Ländern. Es ist eben so, dass die Volkswirtschaft der Bundesrepublik immer mehr Wertschöpfung absaugt aus den anderen Ländern. Ja, und das betrifft insbesondere Italien und das betrifft insbesondere Frankreich und natürlich auch Spanien, Portugal und Griechenland, aber die fallen jetzt nicht so ins Gewicht. Peter Wald hat es ja nochmal gesagt, der Anteil der verarbeitenden Industrie in Frankreich ist massiv gesunken. Immer mehr Wertschöpfung wird konzentriert auf die großen Produktionscluster in der Bundesrepublik, also insbesondere aber nicht ausschließlich in Süddeutschland. Also das heißt, es ist kein Konzept dieser Austeritätspolitik, die jetzt sozusagen jeden einzelnen Raum innerhalb der Eurozone zu einem Exportweltmeisterraum machen soll, sondern die Wertschöpfung wird konzentriert in der Bundesrepublik und das kann man an Zahlen sehr, sehr eindeutig zeigen, dass genau das auch passiert, effektiv. Also jede ökonomische Strategie und diese politische der Dominanzfestigung und Dominanzausbau der Volkswirtschaft in der Bundesrepublik. Und es gibt noch eine weitere Ebene, warum diese Austeritätspolitik verfolgt wird. Und da würde ich sagen, hat das, oder diese weitere Ebene wäre pure Machtausübung als solche. Ja. Nämlich Ausübung der Macht, Unterwerfung der anderen, weil eben insbesondere die deutschen Eliten das eben können. Ja, es gab also eine Beschreibung von einem Korrespondenten einer großen Zeitung über die Nacht vom 12.13. In Brüssel, in der Tsipras zur Kapitulation gebracht wurde. Und er hat gesagt, es war sagen, Grausamkeit um der Grausamkeit willen. Also es geht um Unterwerfung. Es gibt so die Tendenz bei Leuten, die über Wirtschaft sprechen, dass die Volkswirtschaft ein rationales, kohärentes System ist und sozusagen einen rationalen Zweck irgendwo verfolgt und dass rationale Strategien dort dominieren. Und ich würde ja immer sagen, Kapitalismus ist auch einfach Herrschaftsprojekt an sich. Ja,
Also eine Gesellschaftsform, die zum Ziel hat, nicht nur einfach Profit zu erwirtschaften, sondern eben andere Bevölkerungsgruppen zu unterwerfen. So, und genau das sieht man eigentlich, was gerade passiert. Also ich würde nicht sagen, dass nur die Austeritätspolitik gemacht wird, weil eben bestimmte ökonomische Strategien damit verfolgt werden, sondern eben auch diese Politik gemacht wird, weil eben ein Herrschaftsmoment, den man als irrational bezeichnen könnte, aber nicht unbedingt muss, dort in Anschlag gebracht werden kann. So. Und deshalb sind viele Maßnahmen, die innerhalb der Austeritätspolitik zu finden sind, haben vor allen Dingen den Anspruch und das Ziel, Herrschaft als solche durchzusetzen und die Organisationsfähigkeit und die Überlebensfähigkeit der unteren Klassen zu beeinträchtigen. So, einfaches Beispiel, in Griechenland wurde die Steuer auf Heizöl erhöht, in einem erheblichen Maße. Die Folge war nicht, dass man mehr Steuereinnahmen erzielt hat, weil die Steuereinnahmen höher sind auf Heizöl, sondern die Leute konnten sich einfach weniger Heizöl leisten in Griechenland, deshalb wurde weniger Heizöl gekauft und durch die Steuererhöhung gingen die Einnahmen zurück. So, stattdessen wurden die Leute in die Armut bzw. in die Kälte sozusagen getrieben. Und ich würde nicht sagen, dass das irgendwie zufällig war, dass das passiert ist, ja, weil in jedem ersten Semester im Bachelorstudiengang lernt man so etwas, wenn man die Steuern auf ein bestimmtes Gut erhöht, heißt es nicht automatisch, dass die Steuereinnahmen sprudeln, sondern es kann sein, dass weniger gekauft wird und dann fallen halt Steuereinnahmen weg, das kann man ganz einfach ausrechnen, sondern es wurde gezielt gemacht, um eben das zu machen, was Naomi Klein, die globalisierungskritische kanadische Journalistin, als Schockstrategie bezeichnet hat. Man setzt Bevölkerung unter Schock, um bestimmte Dinge durchzusetzen, aber auch um Herrschaft als solche auszuüben. Und ich finde, wenn man die deutsche Geschichte kennt, dann weiß man, dass Herrschaft eben nicht immer nur rationale Ziele verfolgt, sondern eben auch Herrschaft betrieben wird, um eben der Herrschaft willen. So, und das manifestiert sich auch in der Eurozone-Krise und darüber wird meines Erachtens zu wenig gesprochen. So. Trotzdem gibt es natürlich immer bestimmte Gruppen, die nochmal besonders profitieren von so einer Politik. Also jetzt auch materiell profitieren, nicht nur im Sinne von Herrschaft als solcher. Und dazu habe ich mir mal, das nur so als kleiner Exkurs, bevor ich dann erstmal einen Punkt setze, angeschaut, wie eigentlich das Privatisierungsprogramm läuft, was im ersten, im zweiten und jetzt im dritten Memorandum drinsteht. Weil es wurde ja gesagt, im Jahr 2011, es muss privatisiert werden, Griechenland, in der Höhe von 50 Milliarden. Ich glaube, allein im Jahr 2013 oder war es 14, hätten nach Plan 11 Milliarden Privatisierungserlöse fließen müssen. Fakt ist, seit 2010 gab es bisher Privatisierung für ungefähr 3,5 Milliarden. Also diese Zahlen, mit denen auch die Troika operiert, sind reine Fantasiezahlen. Zwischenzeitlich wurden die auch reduziert, dass gesagt wurde, naja, durch die Privatisierung müssen mit 20 Milliarden erlöst werden. Jetzt im dritten Memorandum steht wieder 50 Milliarden drin als Privatisierungsziel. So, aber es sind bisher 3,5 Milliarden erlöst worden. Und das Interessante ist, wenn man sich die Projekte anguckt, es gibt bisher vier große Privatisierungsprojekte. Das ist einmal der Verkauf von Fraport. Der Verkauf der profitablen griechischen Regionalflughäfen an Fraport. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber fast. Das ist der Verkauf der Wettkonzessionen und das ist das dritte große, muss ich mal ganz kurz nachblättern. Das ehemalige Flughafengelände in Athen, Ellinikon. 915 Millionen. Das viertgrößte ist das Sale and Lease Back von Regierungsgebäuden, also der Verkauf der Regierungsgebäude und sozusagen das Rückmieten. Das sind die vier Regierungen. Das Interessante ist, wer eigentlich profitiert von diesen Privatisierungsprojekten. Wenn man sich die drei schon abgeschlossenen anschaut, nämlich Wettkonzessionen, Flughafengelände und Sale and Lease Back der Regierungsgebäude, dann kann man feststellen, dass diejenigen, die dann profitieren davon, das sind alles Leute,
die sich finden auf der Forbes-Liste der 500 reichsten Personen. So, das heißt, es profitieren gar nicht die 1% der Reichen, sondern eher die 0,00001% oder so etwas in der Richtung. Das ist zum Beispiel im Fall der Wettkonzessionen ein tschechischer Oligarch, Jiří Smejč, der daran beteiligt ist, plus der griechische Reeder Dimitris Melisanidis, die auf der Forbes-Liste stehen, also Melisanidis auf Platz 211 zum Beispiel. Im Fall des Flughafen Ellinikon war das ein Konsortium aus einem chinesischen Unternehmen, Fosun, welches ich glaub, von vier Superreichen kontrolliert wird. Unternehmen aus Abu Dhabi ist im Konsortium und die Latsis Group, Latsis ist eigentlich der reichste griechische Oligarch, Forbes-Liste 219. Und beim Verkauf der Regierungsgebäude hat die Latsis Group da einen erheblichen Anteil. Das heißt, wer profitiert, das ist eben eine ganz, 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 ganz dünne Schicht von Leuten. Und damit zeigt sich, finde ich, auch so ein Paradigmenwechsel im Kapitalismus an, dass nämlich tatsächlich eine neue Herrschaftsschicht entsteht, die wirklich sehr, sehr, sehr dünn ist. Und es umfasst im Wesentlichen eine Milliardärsschicht, die eben unmittelbar, denen es unmittelbar zugutekommt. Und so muss man diese gesamte autoritäre Transformation der Europäischen Union, denke ich, auch betrachten. Es ist nicht so, dass diejenigen profitieren, die vielleicht 1 oder 2 Millionen haben von solchen Dynamiken, also nicht, dass die jetzt schlechter gestellt werden, aber die großen Brocken, die fließen unmittelbar in die Schicht der globalen Milliardärsklasse. Das sind die, die davon profitieren. Also das heißt, wenn diese Transformation der Europäischen Union natürlich ein deutsches Elitenprojekt nicht ausschließlich ist, aber sehr stark, dann bedeutet das auch, dass die Interessen der globalisierten Kapitalfraktionen in anderen Ländern mit berücksichtigt werden und diejenigen, die in letzter Konsequenz aber davon profitieren, das ist tatsächlich eine ganz dünne Milliardärskaste, die sozusagen die ganz großen Fische fängt bei solchen Prozessen. Und das wäre für mich jetzt fast die Überleitung zum nächsten Teil, aber ich bin mir sicher, dass es noch Fragen gibt, Kommentare. Ich könnte auch noch über andere Aspekte noch ein bisschen erzählen, aber ich mache jetzt erstmal einen Punkt. So. Ich habe in dem Rahmen noch eine ganz andere Frage. Ich habe versucht, den Rücktritt von dem Papademos, also dem Ministerpräsidenten in Griechenland, der die erste Volksabstimmung machen wollte. Ich weiß nicht, der Name ist Papandreou. Der erste Ministerpräsident, der die Volksabstimmung machen wollte. Der ist ja dann innerhalb von 1-2 Wochen nach dieser Absichtserklärung zurückgetreten, in Klammern worden, das ist eben meine Frage, und ersetzt worden durch einen Griechen, der vorher in der EZB eine Leitende Funktion hatte. Und da würde ich jetzt gerne von dir, falls du das kannst, die Hintergründe, wie das eigentlich im Hintergrund gelaufen ist, welche Kräfte da dazu waren. Das in dem Rahmen von dem Thema Enddemokratie. Ich muss das sagen. Herr Draghi, ob das nicht auch, weil ja die EZB unabhängig gemacht worden ist, nicht vom lieben Gott, sondern von bestimmten Leuten, unabhängig gemacht worden ist, und er ja eigentlich aus USA, von der größten Bank USA kommt, ob das nicht auch so ein Mittelsmann ist in seiner Unabhängigkeit, für die transnationalen Konzerne und Eliten, dass er also da auch eine bestimmte Funktion wahrnimmt. Ich würde die Antwort dazu auf die später. Beiden Fragen, nein, nicht auf später, sondern ich würde die Antwort gern unter einen strukturellen und analytischen Aspekt nochmal setzen. Ne? Also, wie ist es genau hergegangen, als Papandreou abgelöst worden ist? Auch die Frage, warum wurde an Griechenland eigentlich so ein hartes Exempel durchexerziert? Hatte das überhaupt ökonomische, finanzlogische Gründe oder hatte das ganz andere Gründe, dass manche sagen, Exempel einfach statuiert worden ist? Denn wenn wir eine strukturelle Analyse machen, ich glaube, dann können wir uns ja auch sehr stark an das halten,
was Alexis und also Peter Wahl uns vorgetragen haben. Dieser neue autoritäre Konstitutionalismus löst ja die Strukturen, die wir kennen aus dem Nationalstaat, die letztlich auch auf dem Prinzip der Volkssouveränität basieren, ab und ersetzt sie durch eine supranationale Technokratie. Mit Expertengremien, mit Verfahrensregeln, mit finanziellen und politischen Vorgaben, welche Korridore müssen in welcher Politiklinie eingehalten werden, ne? Wie hoch dürfen Löhne steigen überhaupt, wie hoch darf die Staatsverschuldung sein. Ein immer dichter geflochtenes Regelsystem, das die Staaten, das sind jetzt Argumente eigentlich von Christian Preiß, durch seine Fehler, unvermeidlichen Schieflagen und Fehler, einen Teil der Staaten in Krisen stürzt, und dann kommen die Krisenregulierungsmechanismen mit totalem Durchgriffsrecht. So ist das ein Prozess, die Staaten, die Nationalstaaten zu entmächtigen, noch bevor eine neue Struktur, ein neuer Bundesstaat Europa, was dieser Vision von Vereinten Europa entspricht, überhaupt an die Stelle getreten ist. Und im Rahmen dieses Prozesses, eigentlich der Destruktion der nationalstaatlich verfassten Demokratie und Volkssouveränität, erleben wir all diese Teilkrisen, erleben wir auch all diese Übertreibungen, wie zum Beispiel im Fall Griechenlands, wo man sagt, das war nur noch reiner Sadismus, was in der letzten Verhandlungsnacht durchexerziert worden ist. Aber sie sind ja dennoch Teil von einem logischen Prozess, dessen Ziel eigentlich die Entmächtigung des Nationalstaates und damit die Außerkraftsetzung des Prinzips der Volkssouveränität ist. Das wäre die These, die ich aus den Vorträgen dieser Tage entnehme. Ich bin nicht mit der These hier hergekommen, aber ich glaube, ich nehme die These hier aus den Diskussionen und Vorträgen mit. Die ganz konkreten Abläufe, wie Georgios Papandreou weggeputscht wurde, habe ich auch nicht präsent vorliegen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie wirklich dokumentiert ist. Interessant ist aber, dass in dieser Phase, das war Ende 2012. In Nizza war das. Ende 2012. Da ist ja nicht nur Georgios Papandreou entfernt worden, sondern auch Silvio Berlusconi. Genau. Und in dieser Phase, also in der zweiten Hälfte oder letzten Drittel 2012, gab es eine informelle Gruppe, die sich zusammengefunden hat, die sogenannte Groupe de Frankfurt, die sich das erste Mal in Frankfurt getroffen hatte, anlässlich irgendeiner Konferenz oder eines Jubiläums, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren Merkel dabei, Lagarde, Sarkozy, ich glaube, 8 Leute waren das insgesamt, die also informell dafür gesorgt haben, dass Druck ausgeübt wird auf Papandreou und auf Berlusconi und sie dann zum gedrängt wurden. Und in beiden Staaten wurden dann sogenannte technokratische Regierungen eingesetzt. Das war sozusagen da die Machttechnik, die Regierungstechnik, die da gewählt wurde. Also die ganz genauen Schritte dahin, die kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber es gab eben diese Gruppe, die sich informell zusammengefunden hat und in der Konstellation dann später auch nicht mehr eine Rolle gespielt hat, aber zumindest in dieser Phase haben die entscheidenden Strippen gezogen und dann eben ihre Interessen durchgesetzt. Konntest du nochmal sagen, wer da drin vertreten war in der Gruppe? Ja, das waren 8 Leute. Also das war Merkel, Sarkozy, Lagarde, Mario Draghi. So, das war natürlich dann der EU-Kommissionschef. Schulz, glaube ich. Also Schulz war nicht dabei, nee. Barroso, das sind jetzt 5. 6. Ja, es ist ja bestimmt. Ja, und dann fehlen da noch ein paar. Genau. Und dann war deine Frage nochmal. Ja, welche Rolle da Draghi und dieses sogenannte Unabhängige? Ja, also es gibt ja durchaus Interessenskonflikte oder Akzentunterschiede zwischen einer reinen Austeritätsstrategie, wie sie insbesondere von der Bundesregierung vorangetrieben wird, und dem Agieren der Europäischen Zentralbank. Das reibt sich ja, das wird ja insbesondere in FAZ und Welt und anderen oft verhandelt, wer wie abstimmt im EZB-Rat und dass oft eben auch die Vertreter der Bundesbank, die ja dort sitzen, für die Bundesrepublik
niedergestimmt wurden. Und ja, also ich denke schon, dass als Zentralbankchef Mario Draghi nochmal die Perspektive, eine stärkere Perspektive hat auf das globale Finanzsystem und die Instabilitätsdynamiken, die dort da sind. Und deshalb sind eben solche Schritte gewählt worden, wie jetzt dieses Quantitative Easing, was die Europäische Zentralbank macht. Die Europäische Zentralbank pumpt ja seit Beginn des Jahres 60 Milliarden Monat für Monat in die Märkte. Das heißt, es werden Anleihen aufgekauft, unter anderem Staatsanleihen, nicht von Griechenland im Übrigen, die gehören nicht dazu. Ja. Alle anderen Euro-Staaten dürfen Staatsanleihen, das werden Staatsanleihen gekauft vom Sekundärmarkt, nur nicht von Griechenland. Damit wird der Druck sozusagen aufrechterhalten oder eine weitere Form der Druckausübung ist es. Und damit wird also weiter billiges Geld in die Märkte hineingespült, um das Platzen der Blasen zu verhindern, weil die Krisendynamik, die Blasendynamik, die läuft ja ungebrochen. Es gab natürlich den Crash 2007, 2008, aber seitdem wurden die Blasen natürlich wieder aufgepumpt. Und die Immobilienpreise in den USA sind auf dem Level, wie sie im Frühjahr 2007 waren. Da sind wir genau bei dem Niveau inzwischen wieder. Insgesamt ist die Instabilität des Finanzsystems nochmal wesentlich höher als im Frühjahr bzw. im Sommer 2007. Und die Zentralbanken, die Fed, die EZB, die japanische Zentralbank, die versuchen eben mit günstigem Geld ja, dieses Platzen der Blasen zu verhindern. Und die Bundesrepublik, diejenigen, die Austeritätspolitik befürworten, wollen natürlich den unmittelbaren Druck auf die Staaten möglichst hochhalten, insbesondere Griechenland. Und da stört natürlich billiges Geld, ne, und die Möglichkeit, sozusagen Staatsanleihen zu platzieren. Deshalb gab es da Reibungspunkte. So, und ja, Mario Draghi hat eher nochmal die Interessen des gesamten Systems im Blick und des globalen Finanzkapitals als jetzt nochmal das spezifische Projekt, was die Austeritätspolitik dort in Anschlag bringt. Ich würde gerne den Gedanken nach konkreten Reformen, nach konkreten Reformvorschlägen aufgreifen. Man kann zusammenfassen, es entwickelte sich im europäischen Kontext eine supranationale Institution, eine Institutionform, sozusagen ein Konglomerat aus Kontrollgremien auf Basis polylateraler europäischer Legitimation. Aber Kern meiner Argumentation ist, diese Existenz ist der Öffentlichkeit, um es ganz einfach auszudrücken, nicht zugänglich. Also demokratische Legitimation durch Wahlen legitimiert die intranationale demokratische institutionelle Struktur. Aber nicht das, was in diesem neuen Raum, um es zu geschieht. Deshalb wäre es doch angedacht, anstatt über Intentionen der einzelnen Akteure in diesem neuen Raum, die natürlich profitieren aus dem systeminhärenten Rahmen ihrer Handlungsoptionen, wäre es doch angedacht, Reformvorschläge zu kommunizieren, zu artikulieren, wie man dieser neuen Form der Institutionalisierung eine direkte Legitimationsgrundlage zuführt. Von den Eliten mal angedacht, meinst du das, oder was? Nein, es geht nicht gar nicht um Eliten, ja, es geht um, wenn man einen basisdemokratischen Grundgedanken hinzuzieht, dann muss man das einer öffentlichen Kontrolle zuführen. Und das wäre meines Erachtens ein Schritt, das zum einen mehr in das öffentliche Bewusstsein zurückgeht. Zum Beispiel, du hast erzählt, welche Profiteure von den Privatisierungen in Griechenland profitierten. Das sind Fakten, die man im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht zu hören bekommt. Es wird nicht kommuniziert. Wohingegen nationale politische Geschehnisse relativ ausführlich
kommuniziert werden. Und basisdemokratisch gedacht, dann auch zur Disposition stehen und in einen gesellschaftlichen Konflikt gerückt werden. Ja, ich glaube, das kann man auch, vielleicht bleiben wir bei dem Argument kurz, weil es knüpft ja auch an die Frage vom autoritären Konstitutionalismus beziehungsweise von einer Immunisierung dieser Kriterien wie Stabilität, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, auch gegen jede im demokratischen Prozess geäußerte Kritik. Ja. Also steht dahinter tatsächlich ein solcher Prozess, wie ich ihn jetzt nochmal versucht habe, aufzugreifen, auch im Anschluss an die Vorträge, die der weitergehenden Frage, ob man da irgendwo wieder demokratische Strukturen und überhaupt eine demokratische Öffentlichkeit einziehen kann. Die Idee europäischer Integration ist ja sowohl von links besetzt als auch von rechts. Und da gibt es ein ganz interessantes Zitat von Friedrich August von Hayek, also einem der Säulenheiligen des Neoliberalismus, der 1939 war es, sagte, das Problem Europas ist die Souveränität der Nationalstaaten über die Wirtschaftspolitik oder so etwas in der Richtung. Und deshalb hatte er eine neoliberale, technokratische, autoritäre Integration Europas vorgeschlagen. So. Hayek, natürlich. Also all diese Diskussionen, die wir heute führen, haben ihre Vorläufer in den 30er Jahren. Also da wurden all diese Dinge schon mal durchgewälzt, diskutiert. Wenn man sich anschaut, die Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches innerhalb Europas, war das natürlich auch eine Form von europäischer Integration. Aber eben, ja, natürlich, also interessant ist zum Beispiel, also das ist ja eine Illusion zu glauben, dass die Rechten, die Faschisten und so weiter, die Nazis, immer sozusagen das Nationale als zentrales Ziel haben, sondern zum Beispiel die goldene Morgenröte in Griechenland sagt, wir sind natürlich für die europäische Integration, wir wollen ein Europa unter deutscher nationalsozialistischer Führung. So, dafür kämpfen wir. Ja, da die goldene Morgenröte Deutscher Dämmerung in Griechenland, das sind eben waschechte Nazis und die wollen einfach das Europa, aber unter deutscher nationalsozialistischer Führung und nicht unter Merkel, die in Klammern irgendwas auch mit Juden zu tun hat und deshalb und so weiter. Also dieser ganze Sermon und viele Fragen von Wirtschaftspolitik, wie wir sie heute diskutieren, die haben sich auch in den 20er, 30er Jahren schon gestellt und wurden zumindest in vielen Punkten auch von einem nationalsozialistischen Deutschland auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet. Also, genau, also Nazis sind nicht immer nur national, sondern sie haben natürlich auch Perspektiven darüber hinaus. Also völlig klar. Also, sie wollen nicht nur die Leute im eigenen Land umbringen, sondern überall. Um das jetzt mal ein bisschen optimistisch verkürzen. So, genau, Strich. Was hat völlig aus von Hayek. Kleiner Einwurf von Bernd. Ja, zur Tagesordnung. Also wir sind ja bei der kritischen Analyse noch. Spannend. Aber ich würde gerne eben, was kommt nach der Troika und dann Institutionsreform? Ich würde den Prozess, den wir gerade erleben, so versuchen zu charakterisieren, dass sich ein technokratisch-autoritäres europäisches Staatsprojekt gerade herausformt. Und das passiert auf der EU-Ebene und der Eurozone-Ebene. Und das geht zulasten der Handlungsspielräume auf nationalstaatlicher Ebene, vor allem gegen das Fiskalrecht, also Haushaltsrecht der Parlamente, aber auch Frage der Lohnfindung. Ich würde es aber nicht so zugespitzt formulieren, wie du das tust, im Sinne von Nationalstaaten und Volkssouveränität wird abgelöst durch so eine Form von autoritären Supranationalismus, weil das dann doch zu sehr idealisiert, was sozusagen jetzt Realität ist, beziehungsweise in der Vergangenheit war. Denn die Form von Staatlichkeit, die es vorher gab, war ja nicht eine liberale repräsentative Demokratie, war ja nicht eine Verkörperung von Volkssouveränität im eigentlichen Sinne, sondern die Nationalstaaten, die es gibt und gab, waren natürlich auch
immer in irgendeiner Form autoritär. Ja, ich glaube, das ist liberal und repräsentativ. Also damit man, das muss man immer sozusagen. Damit man richtig diskutieren kann, muss das natürlich dazu gedacht werden. Wenn ich sage Volkssouveränität, dann will ich damit nicht implizieren, dass das Volk je souverän im eigentlichen Sinne war. Es war auch nur eine verfassungstechnische Souveränität des Volkes, die aber immerhin die, wie es hieß, historisch weitgedienste Annäherung an demokratische Vorstellungen war, die wir bisher kennen. Und von dieser Form verabschiedet man. Also ich denke, dass es immer ganz wichtig ist, da die Frage sozusagen der Klassen einzuführen, dass eben diese Form von repräsentativer liberaler Demokratie immer eine gewisse Fiktion war, die aber eine gewisse Plausibilität hatte, weil ein gewisser Klassenkompromiss eben Spielräume eröffnet hat, um auch Politik zu machen, Umverteilung für die unteren Schichten. Und das aber natürlich ganz stark auch im Zusammenhang des Ost-West-Konfliktes, ne, wenn man sich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts anschaut. Hast du fantastisch das Argument, weil ja genau dieser Klassenkompromiss ebenfalls verabschiedet wird mit der Verabschiedung dieser klassischen Vorstellung von Volkssouveränität. Wir stellen das immer so hin, als wäre diese technokratische Regierung so der Status quo, wir können flüchten oder aushalten. Das sehe ich anders. Weil eine Merkel kann jetzt nicht Bayern vertreten oder Baden-Württemberg. Sie muss ja die Wählerstimmen in ganz Deutschland bekommen. Allerdings in der EU muss die Merkel nur ihre deutschen Wählerstimmen bekommen. Würden wir jetzt fordern, dass nach der Wahl des Europäischen Parlaments endlich auch eine Wahl für eine europäische Regierung eingeführt würde, wo quasi dann die konservativen Parteien sich einigen müssten, wen schicken wir denn dann da rein? Aber der steht dann nicht mehr für Deutschland da drinnen, wie das im Moment ist, oder für Griechenland oder für Spanien, sondern der steht für die Partei der Konservativen oder der Sozialdemokraten oder der Grünen und wem auch immer. Und es wäre eine eigene Regierung. Dann müssten sich Verhaltensstrukturen ändern. Auch weil eine Merkel muss ihre Politik nur hier verkaufen. Und kein Grieche kann sie dafür abwählen, dass sie Griechenland in die Arbeitslosigkeit und so weiter stürzt. Sie ist quasi sicher in diesem Konstrukt. Die Sicherheit würde aber verloren gehen, wenn wir endlich quasi das ausbauen würden, wenn wir fordern würden, dass wir diese auch auf europäischer Ebene endlich wieder diese demokratische Legitimation zurückhaben wollen. Und die uns regieren, auch wählen. Damit würden wir jetzt natürlich übergehen zum eigentlich dritten Teil, nämlich institutionelle Reform und Verfassungsreform. Weil das wäre natürlich eine ganz durchgreifende Reform der europäischen Verfassung, wenn auf gesamteuropäischer Ebene demokratische Legitimation zum Beispiel durch die Wahl eines Regierungschefs durch das Europäische Parlament eingeführt würde. Dann hätten wir eine grundlegend andere Situation. Deswegen jetzt einfach die Frage, sollen wir jetzt schon zum dritten Teil Reformvorschläge übergehen oder noch beim zweiten Teil, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob Alexis noch ein paar Inputs noch liefern wollte zu der Diskussion, noch bleiben. Ich würde vielleicht noch zwei Sätze sagen zu diesem Fünf-Präsidenten-Bericht, den ich ja heute Morgen schon erwähnt habe, denn genau, dieser Bericht skizziert eben einen Weg bis zum Jahre 2025, einen Weg des Versuches der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und damit faktisch der politischen Union, der Europäischen Union und der Eurozone. Und hier wird also ein neuer Start jetzt nicht vollendet, aber ein ganz zentraler Schritt getan. Und ich denke, dass es für also uns, für eine emanzipatorische Bewegung, ganz, ganz zentral ist, sehr genau zu verfolgen, was da passiert und Antworten zu entwickeln. Also das ist nicht irgendwie eine Lappalie, die da gerade unterwegs ist und nur ein weiterer Baustein unter ganz, ganz vielen, so wie die letzten Schritte, Two-Pack, Six-Pack, Fiskalpakt, Euro-Plus-Pakt, sondern das ist wirklich nochmal ein qualitativer Sprung. Und da brauchen wir Antworten und deshalb ist unsere Diskussion, die wir jetzt führen, im nächsten Teil so wichtig, weil wir dürfen diesen Zug nicht verpassen, dass plötzlich ein neuer Staat sozusagen geschaffen wird, um es mal zuzuspitzen, und wir haben dazu keine Meinung, keine Position und sind dazu nicht interventionsfähig, und das müssen wir aber sein. Und den Präsidentenbericht, so heißt das Papier,
Und da kann man das lesen. Es gibt vom DGB punktuelle Stellungnahmen zu einzelnen Punkten dazu, zur Frage der Wettbewerbsräte und der Frage der Lohnfindung. Da gibt es eine sehr scharfe Intervention des DGB, was sehr erfreulich ist. Das ist wirklich großartig. Aber daran sieht man auch die Dringlichkeit des Problems. Ich würde dazu noch eine Ergänzung da gern machen, auch einen Input an der Stelle machen. Wir haben es zu tun mit Strukturen, die ja bestimmte Begriffe benutzen, um es zu erklären, warum es gar nicht anders geht. Sie benutzen die Begriffe Stabilität, wir haben heute darüber diskutiert, die benutzen ja Begriffe, um ihre Politik zu verkaufen und als alternativlos darzustellen. Stabilität, Wachstum, Sparen und ausgeglichene Haushalte, dann in Deutschland schwarze Null. Dahinter steht ein ganz anderes Konzept, wirst du heute auch darauf hingewiesen. Deshalb muss man diese Begriffe auch analysieren und muss ihnen andere eigene Begriffe entgegensetzen. Wir kommen auch bei institutioneller Reform dazu. Warum ist das Handlungsziel vorgeblich der Notenbank nur Stabilität? Das ist ja eine reine fiktionale Behauptung. In Wirklichkeit haben die weit darüber hinausgehende Ziele. Aber sie verkaufen ihre Politik unter dem Begriff Stabilität, machen sogar eine institutionelle Struktur, in der die Europäische Zentralbank angeblich einzig der Geldstabilität unterstellt ist. Faktisch ist das natürlich nicht so. Wir sehen ja an der Politik von Draghi, dass er Politik macht mit der Zentralbank, dass er natürlich die Stabilität ist ja dann die Stabilität der Eurozone, die er auf einmal im Auge hat. Und deshalb diese Begriffe auch eigene Begriffe an die Stelle der bisherigen setzen. Wir brauchen ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht. Wir brauchen eine balancierte Entwicklung. Wir brauchen ein Europa der gleichen Geschwindigkeiten, wie auch immer. Solche positiven Begriffe zu finden, ich denke, das ist in dieser Situation ganz wichtig und nicht nur an diesen Masken, Begriffsmasken zu hängen, ne, die Eurokraten uns vorschlagen. Die aber auch in den Verträgen stehen. Das ist ihr Vorteil. Es gibt einen kleinen Widerspruch, dass wir einerseits wollen wir nicht, dass die EU also immer mächtiger wird und dann bürokratisch den einzelnen Ländern Vorschriften macht. Andererseits glaube ich, also jedenfalls nicht diesen Automatismus, das ist der Neoliberalismus. Der Autopilot. Autopilot, wie der Peter Wahl vorhin gesagt hat. Also das wollen wir auf keinen Fall. Andererseits gibt es doch, glaube ich, die Forderung, dass die europäische Wirtschaftspolitik irgendwie harmonisiert gehört und auch die Sozialpolitik und so weiter. Also damit nicht dieser Wettbewerb zwischen den Staaten innerhalb Europa, der ist ja auch sehr schädlich. Also dass jedes Land Standortwettbewerb macht und sich dem Kapital meistbietend anbietet, das müsste eigentlich koordiniert werden. Das ist wieder ein super Beispiel. Dass man gemeinsam eben zum Beispiel Steuererhöhungen auf Firmen einführt und nicht, dass dann Irland und Estland und so sagt, nee, bei uns ist null Steuern, kommt doch hierher und dann müssen die anderen auch wieder runter. Ein super Beispiel für das Dilemma. Du sagst Harmonisierung der Wirtschaftspolitik. Harmonisierung ist ein super positiv besetzter Begriff. Gestern haben wir vorgestellt bekommen, was die Harmonisierung der Zinssätze in Europa, auf einmal der gleiche für ganz Europa, bewirkt hat. Nämlich ein fürchterliches Desaster für fast alle Beteiligten und der Hebel für den Schockkapitalismus, um mit Normie Klein zu sprechen. Und diese Harmonisierungen machen überall so viel kaputt. Weil die Verhältnisse in den einzelnen Ländern sind ja so unterschiedlich. Wenn ich mit einem Besen kehre, mache ich vor allem Dinge kaputt. Und so ist etliches gelaufen in der Euro-Einführung. So läuft etliches heute. Wenn wir dieselben Kriterien von Stabilität für alle Länder anwenden. Das Argument war gestern, lange Zeit wurde in Deutschland beispielsweise antizyklische Globalsteuerung durchgeführt. Das war Teil der Wirtschaftspolitik. Wenn die Wirtschaft boomt, wird das Geld verknappt. Wenn die Wirtschaft schwächelt, gibt es mehr Geld. Ja, jetzt haben wir in Europa, hier boomt, da schwächelt es. Wir haben aber eine europäische Geldpolitik. Das kann nicht funktionieren. Aber es heißt am Schluss Harmonisierung. Ja. Und die Leute meinen es aber aus. Also muss man genau hinschauen, was harmonisiert werden soll. Zum Beispiel, man könnte sagen, dass die Produktivität, tatsächlich dass die Kapitalausrüstung, sollte vielleicht angeglichen werden, aber auch nicht nur nach oben, sondern Deutschland müsste mal was abgeben. Kurz als Ergänzung, wir hatten vorhin das Begriffsproblem Produktivität, ich musste kurz nachdenken drüber. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern. Die eine ist Arbeitskosten senken, die andere ist Wertschöpfung steigern.
Und wir sind heute in Europa in einem Ding, was heißt, Produktivität wird gesteigert durch Senkung der Arbeit. Also logisch kann man durch Lohnkostensenkung nicht die Produktivität steigern. Ich habe ein Problem. Ja. Ich habe ein Problem. Ich würde ganz gerne Sie bitten, die Leute reden zu lassen und erstmal ein bisschen abwarten, was da kommt von der Runde. Also bis jetzt ist es ein mehr oder weniger ein gesteuertes Monolog gewesen. Also Entschuldigung, aber das finde ich jetzt, es ist vielleicht hart, aber so empfinde ich das. Also lasst mich es bitte ausdrücken, so wie ich es empfinde. Aber war das in Ordnung soweit? Ja, also wir sehen mit dem Harmonisierung, dass man genau hinschauen muss, wenn man zum Beispiel in Griechenland, also man kann nicht einfach Zinssätze harmonisieren und dann Deutschland oder Griechenland in einen Topf schmeißen, sondern ich meine, Rousseau hat schon gesagt, Gerechtigkeit heißt, Ungleiches muss auch ungleich behandelt werden, um eine Gleichheit zu erzielen. Also wenn man ungleiche Voraussetzungen gleich behandelt, dann ist es auch nicht gerecht. Also ich will sagen, es ist ein Dilemma. Also wir sollten nicht völlig dagegen sein, dass gewisse Kompetenzen an die EU abgegeben werden, sondern man muss es sinnvoll machen. Also dass zum Beispiel dieser Standortwettbewerb zwischen den einzelnen Nationalstaaten, wer bietet sich dem Kapital meist bietend an, der kann ja doch verhindert werden vielleicht, indem man der EU mehr Kompetenzen übergibt. Und das wäre dann vielleicht was Sinnvolles. Machen wir eine Runde noch. Versuchen wir nochmal darauf zurückzukommen. Ich fand deinen Vortrag vor allem deswegen so interessant, weil er mir gezeigt hat, dass hinter der Neuorganisation der EU, also als Nachfolgeorganisation dessen, was in den Verträgen steht, dass das also eine Sache ist, die weitgehend koordiniert und in einem bestimmten definierten Rahmen abläuft, aber die Bevölkerung kriegt es gar nicht mit. Das finde ich erstmal geradezu abenteuerlich, ein Alleinstellungsmerkmal der ökonomisch-kritischen Linken, dies dann auch zu benennen. Das ist eine Aufgabe der Zukunft. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass wir ja Verträge haben und angeblich müssen Verträge immer eingehalten werden. Aber es gibt zwei Beispiele, wo diese Verträge nicht eingehalten werden. Und zwar folgenlos. Und das eine Beispiel ist eben Griechenland, wo hier ganz eindeutig die Grenzen, die mal eingezogen worden sind in den Verträgen, um die Souveränität der Nationalstaaten zu erhalten, also beispielsweise darf eine EU-Kommission nicht in die Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder eingreifen, sind in Griechenland ja völlig überrannt worden. Das aktuellste Beispiel ist diese Geschichte mit den Zwangsversteigerungen von den Wohnungen. In den Verträgen steht explizit drin, Wohnraum ist geschützt und die Staaten haben die Aufgabe, ausreichend für Wohnraumversorgung einzutreten und gemacht wird genau das Gegenteil. Es gibt eine weitere Geschichte, diesmal geht es andersrum, geht es sozusagen gegen Deutschland. Das sind die Vertragsverletzungen bezüglich der Flüchtlingsaufnahme. Dublin gibt es ja faktisch nicht mehr, ist aber ein Vertrag. Also zum einen haben wir einen Bruch der alten Verträge und nebenher wächst da eine neue Pflanze, die wir noch gar nicht erkennen, weil die sich noch grün tarnt, wie auch immer. Und du warst jetzt der Erste, wo ich das mal in einem Guss gehört habe, Mensch, was ist da eigentlich los? Und das fand ich eine ganz wertvolle Geschichte. Deswegen wollte ich dich fragen, ob diese Erkenntnisse jetzt schon irgendwo stehen oder ob das jetzt erst deine eigenen sind und du musst die selber nochmal aufdröseln. Und vielleicht, dass du darauf nochmal hingehst. Ich gebe jetzt sozusagen einen kleinen Input. Was haben wir heute für eine Struktur auf supranationaler Ebene? Bekanntermaßen haben wir die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Ministerrat. Ist eigentlich jedem hier klar, was das bedeutet, was das für eine Konstruktion ist, was für Aufgaben diese Player haben in Europa? Das können wir voraussetzen, ja? Dass das jeder weiß. Also Frage, Reform auf dieser Ebene. Wie sieht sie aus auf der Ebene des politischen Systems? Parlament, Kommission, Ministerrat. Zweitens, wie sieht sie aus auf der Ebene des Finanzsystems? Das hatten wir ja im Kern als eigentlich mit die
daran macht sich oft die ganze Problematik fest, die offenkundig wird im Finanzsystem. Und drittens, der dritte Bereich, wie sieht sie aus auf der Ebene dieser weiteren supranationalen Strukturen, dieser supranationalen Technokratie? Und ich glaube, auf den drei Ebenen müssen wir auch alternativ Vorschläge formulieren können. Ja? Deshalb gibt es aus deiner Sicht dieses Konzept der Alternativen auf politischer, institutioneller und technokratischer Ebene und kann man das als ein Konzept formulieren? Wenn ja, mal den Versuch in die Runde gegeben. Genau, also ich mache es ganz kurz, damit noch möglichst viele andere zu Wort kommen. Also das, was als Alternativangebot bisher kursiert, ist letztendlich eine klassisch sozialdemokratische Vorstellung, die zu einer europäischen Republik führen würde, in der man keynesianische Politik machen kann. Also wenn man sozusagen sich anschaut, was Habermas schreibt, wenn man sich anschaut, was sind so zentrale Forderungen des Europäischen Gewerkschaftsbundes, dann läuft es konzeptionell darauf hinaus, dass man das, was man als sozialdemokratischen Nationalstaat sozusagen hatte, bis vielleicht in die 80er Jahre hinein, hochskaliert auf eben 520 Millionen Menschen. Also sprich, man gründet eine Republik, man hat einen Präsidenten, man hat ein Parlament, ein europäisches mit Gesetzesinitiativsrecht, man hat ein Finanzministerium mit entsprechendem Budget und darin macht man eben sozialdemokratische Politik. Also was jetzt die ökonomische Seite angeht, würde man vielleicht Flassbeck nennen, der eine Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik anstrebt. Das ist sozusagen eigentlich das Angebot, was sich so aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt, was letztendlich kursiert und auf welches du angespielt hast letztendlich. Ja. Ich halte das nicht für plausibel, diesen Ansatz. Gleichzeitig ist es nicht so, dass ich oder Peter Wahl, dass wir jetzt ein kohärentes Gegenkonzept hätten, was man jetzt fertig auf den Tisch legen kann. Soweit sind wir durchaus noch nicht. Deshalb vielleicht noch mal zwei ganz kurze Kritikpunkte an diesem sozialdemokratischen Konzept. Also, Nein. Lieber darüber diskutieren, genau. Was halten wir für ein richtiges Konzept. Genau. Alte, schlechte Konzepte kritisieren ist wohl fein. Genau, also das ist das eine, das sozialdemokratische Konzept. Das, was Peter Wahl heute vorgestellt hat, mit seinen drei Punkten, Flexibilisierung, Öffnung nach außen und er hat das Variable Geometrie genannt. Das habe ich an einer anderen Stelle, vielleicht ein bisschen mit anderen Akzenten, als polyzentrisch, demokratisch-konföderalistisches System benannt, was irgendwie zeigen soll, Konföderation irgendwie ja, also eine Form von Integration, aber gleichzeitig Maximierung von Handlungsspielräumen auf nationalstaatlicher Ebene, aber zum Beispiel auch auf kommunaler. Aber da gibt es bisher kein fertiges, kohärentes Konzept. Das steht noch aus. Punkt. Das ist eigentlich eine unglaubliche Feststellung. Ja? Wir sind in der Analyse der Fehlsteuerungsmechanismen unglaublich weit. Wir haben sie über Jahre eigentlich analysiert. Wir können sie brillant aufweisen, benennen, in alle Details gehen. Aber wir können nicht sagen, wir können ein Konzept formulieren. Deswegen lassen wir jetzt mal unsere Fantasie spielen. Wie könnte ein solches Konzept aussehen? Ja? In der Reihenfolge jetzt die drei Ideen. Also mich hat das als Entwurf von Peter Wahl ziemlich überzeugt, aber es gibt zwei Fehllehrstellen. Einmal Demokratisierung, wie das da drin funktioniert, so habe ich im Vortrag schon angesprochen. Und das Zweite, ich sehe noch zu wenig in diesem Modell, wie die neoliberale Wirtschaftsweise mit diesem Modell überwunden werden kann. Das sind für mich die beiden Fehlstellen. Ansonsten hat es mich ziemlich überzeugt. Ja. Also wie so ein polyzentrisch variabler demokratischer Föderalismus aussehen kann, glaube ich, lässt sich relativ schwer am Reißbrett entwerfen. Mhm. Sondern das ist etwas, was quasi als Work in Progress sich dann irgendwie weitgehend, wenn man mal ein paar Strukturen eingeführt hat, irgendwie selber ausmenscht, wo man dann halt sieht, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Deswegen würde ich sagen, es sollte die Detailtiefe, die wir jetzt
da von uns erwarten, gar nicht mal allzu groß sein. Die Richtung stimmt auf alle Fälle. Genau, aber die Strukturen, welche sind es? Er hat es ja auch dargelegt. Es sind so ein paar unschuldig daherkommende Basisstrukturen in den Verträgen, aus denen das heutige resultiert. Jetzt müssen wir überlegen, was sind diese Basisstrukturen, aus denen das neue, polyzentrische dann am Schluss resultieren kann. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute kein Konzept gehört beim Bitterwahl und finde auch keins. Es ist wieder eine Bekämpfung des neoliberalen Regimes und das ist eigentlich das Ziel, wofür ich kämpfe, wofür ich meine Ressourcen reinstecke und nicht für, jeder kann jetzt wieder machen, was er mag und wenn er neoliberal mag, macht er halt und wenn dann die anderen mit der Zeit doch nachziehen, weil der Zugzwang der Mächtigen sie dazu bringt, dann dauert das halt ein bisschen länger als im Moment. Aber im Grunde haben wir gar kein Gegenkonzept mit diesem Plan B entwickelt, sondern nur die Freiheit, sich jetzt auszuwählen, wie schnell wir mitmachen. Und da muss ich sagen, so, das wurde jetzt vorher so ein bisschen verächtlich diffamiert, diese sozialdemokratische Idee. Ich denke, das ist nicht richtig, weil es setzt an einem ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Diese ganze Integration, die ja eigentlich gar keine Integration ist, die basiert ja auf dem Prinzip Wettbewerb unter Nationalstaaten. Nur durch diesen Wettbewerb unter den Nationalstaaten bringe ich Bevölkerungen dazu, die ganze Zeit in diesem Konkurrenzstress auszuhalten, dass die Löhne sinken, dass man die Leute fertig macht, dass man die Krankenversicherung privat gestaltet, dass man die Rente immer weiter nach oben setzt und so weiter. Die ganze Zeit dieser Angstaufbau, die anderen Länder konkurrieren uns nieder. Das habe ich in der Republik nicht mehr, weil da gibt es die anderen Länder nicht mehr. In der Republik habe ich das nicht mehr. In einem europäischen Republik habe ich nicht mehr den Wettbewerb, da kann ich nicht mehr sagen, die anderen konkurrieren mich nieder. Im Gegenteil, und deswegen bin ich nämlich auch vollkommen gegen den Begriff, diesen undifferenzierten Begriff der Regionalisierung. Ich finde den schrecklich in der alternativen Szene. Also eine Krankenversicherung darf auf gar keinen Fall regionalisiert werden, weil dann ist nämlich Mecklenburg-Vorpommern mit seiner Arbeitslosenrate in einer viel beschisseneren Situation wie Bayern. Ja? Und genau dasselbe passiert, wenn wir auf Europaebene anfangen nachzudenken. In dem Moment, wo unsere Krankenversicherung die Griechen mit einschließt, indem die Arbeitslosenversicherung die Griechen mit einschließt, muss sich plötzlich eine Merkel überlegen, wie sie ihren Leuten hier in Deutschland erklärt, dass unsere Arbeitslosenversicherungsbeiträge steigen, unsere Krankenversicherungsbeiträge steigen. Plötzlich wird man verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass die Arbeitslosenrate in ganz Europa niedrig bleibt. Also ich denke, diese Verantwortung, die übernimmt im Moment kein Staat und eins dieser Kernelemente, warum die Austerität so furchtbar gut der Bevölkerung klar zu machen ist, ist der Wettbewerb und den müssen wir abschaffen. Okay, zwei Wortmeldungen, dann glaube ich Alexis vor der nächsten. Was Peter heute Vormittag aber doch eigentlich ganz gut klar gemacht hat, ist, dass so eine weitergehende Integration, die selbstverständlich viele Probleme lösen würde, im Moment einfach nur unter striktes neoliberalen Vorzeichen zu haben ist bei dem momentanen Kräftekonstellation. Das war ja eigentlich sein Ausgangspunkt, warum er gemeint hat, der Weg ist im Moment einfach nicht gangbar. Und das halte ich einfach für eine richtige Analyse. Schön wäre es, wenn er gangbar wäre. Das wäre natürlich der Königsweg. Aber ja, mein, träumen und Politik zu treiben, sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Da möchte ich unmittelbar anschließen, auch an dem, was Bernd gesagt hat. Die europäische Sektion dieser 147 Konzerne, die nach ETH Zürich die Welt regieren, ist jetzt endlich an dem Ziel, von dem Hayek geträumt hat. Hayek. 1939, wie ich gelernt habe. Meine Fantasie reicht nicht hin, mir Reformschritte für Strukturen einer besseren Europäischen Union vorzustellen, solange
die Kollegen am Ruder sitzen. Ich kann mir das, was wir hier verhandeln wollen, vorstellen, so wie wir das in der Akademie in anderen Zusammenhängen auch machen, als eine Überlegung, wie eine Europäische Union aussehen könnte, wenn wir mal nicht mehr eine profitorientierte Ordnung haben. Aber ich kann nicht vorstellen, wie wir im Rahmen dieser Gegebenheiten zu einem anderen Europa kommen. Einfach mal ganz grob gesagt, die Vorstellung, ein europäisches Parlament wählt einen europäischen Regierungschef, der eine Regierung einsetzt. Dass der Regierungschef, dass es einen Regierungschef gibt, der hat bestimmte Kompetenzen, andere nicht, der wird vom Parlament gewählt, wie sich das gehört in einer Demokratie. Wäre das etwas, was unabhängig davon, dass man sich weitergehendes schwer vorstellen kann, ein grundlegender Verfassungsreformschritt, der eine positive Dynamik entfalten kann? Ja? Wie ist die Vorstellung dazu? Was würde das bedeuten? Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. In einem Satz gesagt, solange die an der Macht sind, wird kein Schritt. Das ist klar. So wenig wie eine demokratische Wahl in Deutschland das Wirtschaftssystem ändert. Logisch. Ja? Aber wenn wir deshalb im Rahmen des bestehenden Systems, das sich durch Einzelschräubchen zunächst mal nicht verändern lässt, denken, was würde es im Rahmen des Bestehenden bedeuten, ein europäisches Parlament zu wählen, das den Regierungschef bestimmt? Ich will nur zum Thema Verfassungsreform kommen, ja? Weil das ist ein Thema Verfassungsreform. Dann gäbe es eine grundlegend andere europäische Verfassung. Zuerst mal die verschiedenen Menschen in Europa fragen, ob sie überhaupt in dieser EU bleiben wollen und was für eine EU sie wollen, weil das ist ja die Grundlage. Ich kann ja keine Verfassung machen gegen die Menschen. Das heißt, außerdem ist die Verfassung, finde ich, nicht das Erste, was wir machen sollten. Und wie gesagt, das Allererste wäre zu fragen, warum seid ihr denn da drin? Viele, die dazugekommen sind, die sind aus wirtschaftlichen Gründen dazugekommen, weil dieses ERT oder nein, der Roundtable der Industrialist, weil die das gewollt haben, diese Erweiterung, die Osterweiterung, die ist nicht von den Völkern gewünscht worden. Absolut gar nicht. Also wir sollten wirklich tatsächlich zu den Grundzügen, Geschichten, wie ist denn überhaupt diese EU entstanden? Und diese EU, zu Beginn war es eine kleine Gruppe. Das war tatsächlich diese Geschichte mit Stahl und Kohle. Kein Krieg mehr. Und dann, peu à peu, ist es was anderes geworden. Aber was anders mit ganz anderen Zielen. Und da sind diese Kräfte, von denen da gesprochen wird, die haben dann den Impuls gegeben. Deswegen würde ich ganz gern eigentlich die Leute mal fragen, was wollt ihr denn von dieser EU? Das wäre der allererste Punkt. Seit so lang sozusagen die Konzerne ihre also de facto an der Macht sind, nach wie vor, können wir an der politischen Institution rumschrauben, wie wir wollen. Wir werden uns nicht durchsetzen, sozusagen. Also die Frage wäre dann, wie kann man diese Konzerne entmachten? Wie kann man verhindern, dass de facto eine Handvoll Konzernen die ganze Politik und Wirtschaft bestimmen? Wenn man das durch institutionelle Änderungen schaffen kann, okay, dann wunderbar. Dann hätten wir eine Konkurrenz der zwei Fragestellungen. Okay. Ansonsten müssen wir entscheiden, welche Fragestellung wir jetzt bearbeiten. Reihum, wo war die nächste Wortmeldung? Also ich finde die Idee mit einer 40er-Form sehr sinnvoll. Ich meine aber, da müsste gefragt werden, nicht nur wollt ihr ein gemeinsames Europa oder nicht, sondern in etwa wie, bin ich für sehr sinnvoll, wenn man das rauskommt. Und danach müsste, also man müsste Vorschläge machen, alternative Vorschläge. Ne? Und danach müsste wirklich auf zwei Ebenen gearbeitet werden, eine andere Euro-Regierung, also Verfassungsreform plus eine andere Wirtschafts- oder Finanzordnung. Die beiden Dinge müssen mit zur Debatte gestellt werden. Weiter der Reiner? Ja, ich würde jetzt sagen, von Klaus, das ist natürlich ein Totschlagargument. Ja. Ja. Von daher würde ich für sinnvoll, erstmal auszuloten, welche Chancen hat es denn, wenn ein europäisches Parlament und eine europäische Regierung kam? Zumindest erstmal ausloten und gucken. Und da hast du das ja schon richtig gesagt, die große Krankheit ist ja jetzt, dass die europäischen Länder ja noch gegeneinander in Konkurrenz sind. Keiner, sozusagen Frau Merkel, ist nicht für verantwortlich, was in Griechenland passiert. Das wäre ja eine ganz andere Situation. Sachen wie Länderfinanzausgleich, was wir jetzt in Deutschland zum Beispiel haben, wäre eine Sache, die man dann diskutieren könnte. Also dadurch, es würden sich ja ganz neue Perspektiven ergeben, die, wenn wir jetzt mal das Wohl der Menschen im Auge haben,
schon einiges voranbringen würden, auch wenn wir den Kapitalismus natürlich nicht abschaffen. Gut. Zu dem Vorschlag, es sollten doch die Menschen mal gefragt werden und in den einzelnen europäischen Ländern darüber diskutieren, wie sie denn die Verfassung haben wollen. Dazu hätte die europäische Verfassung sogar unmittelbare Anknüpfungspunkte, die ein Verfassungskonvent vorsieht. Und dass dieser Verfassungskonvent nicht in dieser Art demokratisch strukturiert sein soll, davon steht da gar nichts drin, sondern es wird explizit offen gelassen. Und das könnte dann in einen ganz anderen Kontext noch gestellt werden, nämlich überhaupt, dass man die Bevölkerung dazu ermutigt, sich zu überlegen, wie wollen wir denn leben? Okay. Nicht nur in Europa, sondern auch in unseren eigenen Ländern. Dass also Verfassungsdiskussionen sowohl auf regionaler als auch auf nationaler als auch auf europäischer Basis angestoßen werden. Und auf welcher dieser Ebenen jetzt sozusagen der massivste Impuls gesetzt werden kann, wo es gerade am dringendsten bringt, das ist dann eigentlich relativ egal. Aber das ist auf alle Fälle etwas, was wir als Ziel anstreben sollten, denn unser Problem sind de facto die Eliten und nicht die Leute. Wenn die miteinander ins Gespräch kämen, dann wäre wesentlich sinnvoller Sache. Dann die Frage, können wir sinnvolle Reformen überhaupt irgendwo durchbringen, solange die Konzerne regieren? Ich würde sagen, das ist wesentlich einfacher, wenn, sagen wir mal, Griechenland, Portugal und möglicherweise im Herbst dann Spanien die Möglichkeiten hätten, unter sich selbst auszuhandeln, Bedingungen, die Regierungen, die im Prinzip einen Umverteilungskurs und einen Kurs der Wiederermächtigung der Politik fahren wollen, wenn die sich irgendwie vernetzen und zusammenschließen könnten und dürften, ohne dass da von oben rein regiert wird. Das heißt also, auf Basis derartiger variabler Konstellationen könnte man wahrscheinlich sehr viel eher Änderungen durchkriegen, als wenn man die eben auf der ganz hohen Basis der Verträge ansiedeln müsste. Und die nächste Frage, würde sich was ändern, wenn der Präsident vom Parlament gewählt werden dürfte? Mit ziemlicher Sicherheit nicht, denn wenn auch nicht der Jura, so hatten wir das de facto ja jetzt schon. Ich meine, das hatten die Eliten nicht unbedingt gewollt, muss es aber schließlich zugeben, dass irgendwie klar war, Präsident der Kommission, der im Prinzip der Chef der europäischen Regierung, ist der Fraktionsvorsitzende der zur Wahl stehenden Parteien. Was soll sich dadurch bitte ändern, alleine dadurch? Mhm. So hatte ich es nicht gemeint. Das war eine Frage, weil wir kennen so die Demokratie wie normal. Wenn unsere Regierung in Deutschland von uns gewählt wird, Bundeskanzlerin und der ganzen Regierung, so war das gemeint. Und dann ist das andere nur noch irgendwie der Bundesrat. In einem normalen parlamentarischen System ist der Regierungschef dann auch laut Amtseid im Wohl des Volkes, dessen, der ihn gewählt hat, verpflichtet, der Präsident der Europäischen Kommission ist keinem europäischen Wohl verpflichtet und der Ministerrat tritt zusammen aus Leuten, die jeweils nach ihrem Amtseid im Wohl ihres einzelnen Volkes verpflichtet sind. Das ist ja so eine Mischregierung von Kommission und Ministerrat und deshalb würde natürlich nur den Kommissionspräsidenten direkt zu wählen nicht viel ändern, weil ja die eigentliche Regierung der Ministerrat ist. Also das muss man dabei bei dem Argument berücksichtigen. Ich meine, noch weiter mit der Reihe nach. Ja, wir glaube ich mir werden uns immer im Kreis drehen. Es fehlt nämlich etwas. Mir fehlt es schon seit einiger Zeit. Wir haben die Utopien für tot erklärt. Wir sollten unsere Fantasie anstrengen und wieder darüber nachdenken, eine Utopie aufzubauen. Die braucht nicht umsetzbar sein im Augenblick. Vielleicht in 100 Jahren oder noch später. Aber es muss eine Idee da sein, eine Vision da sein, was wir wollen. Und dann kann man sagen, gut, das ist das Endziel, das wir haben. Aber wie kommen wir dahin? Dann brauchen wir eine mittelfristige Strategie und dann brauchen wir etwas, was man sofort umsetzen könnte, wenn immer vorausgesetzt ist, ist der politische Wille da, das umzusetzen. Und den muss man erzwingen. Aber wir haben sie nicht. Wir wissen, denn es ist meines Erachtens,
wenn ich das Europäische Parlament anschaue, wie das gewählt wird. Jeder Staat hat sein eigenes Wahlrecht und das sind oft Wahlrechte oder meistens Wahlrechte, die am Rande legalisierter Wahlbetrug sind. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und von Demokratie schon gar nicht. Aber das nützt ja nichts. Was haben unsere Parlamente, unsere Länderparlamente zu sagen? EU hin oder her? Die haben nichts zu sagen. Denn die Regierung wird von einer Mehrheitspartei getragen. Bis wir hier einmal rum sind. Die Regierung wird von einer Mehrheitspartei oder von einer Mehrheitskoalition getragen und die bestimmt. Da müsste man zumindest etwas, ein System einbauen, dass die Regierung auf einer Seite ist und gegen das und das Parlament als Ganzes, quer durch alle Parteien, die im Parlament sitzen, die Regierung wirklich kontrolliert und sagt, hoppla, da machen wir nicht mit. Aber wenn man einen Fraktionszwang hat, kann man das nicht. Also wir müssen unsere Fantasie anstrengen, um die Demokratie wieder auf wirklich zur Demokratie machen. Es ist eine Demokratur, was machen. Also ich wollte nochmal zu dieser Frage, es ist doch ganz sympathisch, sich zu überlegen, ob sich Portugal, Spanien, Griechenland ein bisschen zusammentun und was anderes machen. Aber ich glaube, dann gehen wir an der Analyse der Realität vorbei. Das wäre in den 50er, 60er Jahren noch halbwegs möglich gewesen, aber wir haben inzwischen einen Grad an Globalisierung und einen Grad an Konzentration der Kapitaloligarchie, dass ich sage, denen überhaupt was entgegenzusetzen, schaffen wir in einzelstaatlicher oder auch nicht in mehrstaatlicher Ebene, wenn die Staaten nicht mächtig genug sind. Vielleicht könnte das noch ein Deutschland im Schaffen, ohne andere groß mit einzubeziehen, da anzufangen, quasi den Konzernvorgaben zu widerstehen. Aber selbst da bezweifle ich, dass es Deutschland durchhalten würde, wenn das Kapital abzieht. Deswegen glaube ich, wenn wir dieses neoliberale Regime wirklich bekämpfen wollen, dann geht es nur noch, wenn wir uns als europäische Bürger auch zusammenschließen und sagen, wir alle zusammen sagen nein. Und wie kriegst du das über einen? Dass ich denke, dass halt zur Einführung der Demokratie auch in Europa, dass da schon wichtig wäre, dann die Konzerne, das System und die Oligarchen zu entmachten. Also da könnte man zum Beispiel eine Eigentumsobergrenze einführen, dass eben, also das ist, dass Milliardäre das nicht mehr möglich wäre, weil ich denke, sonst sind die Machtverhältnisse immer dahingehend, dass wir zwar irgendjemand wählen können, aber die wirkliche Macht haben, die kann man dann gar nicht wählen. Und ja, dass wir dann eben gerade nicht uns von dem Weltmarkt abhängig machen müssten, sondern eben dann wirklich so, dass wir dann nicht günstiger T-Shirts nähen können als in Bangladesch oder günstiger irgendwelche Computerteile zusammenlöten wie in China, sondern dass man dann eben sagt auch, dass man auf diesen Weltmarkt verzichtet zugunsten von einem sozialen und ökologischen Projekt, und ich denke, das wäre schon besser. Liebe Freunde, Freundinnen, ich würde mit eurer Erlaubnis jetzt dem Alexis das ruhig etwas ausführlichere Schlusswort geben, weil wir jetzt 16 Uhr haben und ich glaube, er wird jetzt am besten die Aspekte nochmal
für uns zusammenfassend beleuchten, ordnen können und uns eine Vorstellung geben können von dem, was wir künftig tun sollen, wie wir uns weiter diesem Thema annähern. Ja? Ich habe da volles Vertrauen jetzt in Ihnen. Ja? Ganz kleine Bemerkung vorab. Ich würde einen Aspekt noch gerne reinbringen, der bisher zu kurz kam. Christian hat ihn angesprochen. Und zwar das Bedürfnis des Menschen, nicht nur global europäisch zu leben, sondern auch, ich sage es bewusst, aber bitte jetzt nicht negativ, national, einen überschaubaren Raum, eine Art Heimat. Wenn wir das ausblenden, ist die Frage, gehen wir an der Realität der Menschen doch vorbei. Der Mensch hat ein Urbedürfnis, neben der Globalisierung, neben der Partnerschaft mit Europa, zugleich das andere Bedürfnis. Und das muss unbedingt bedacht werden, sonst treiben wir die alle in die rechte Ecke rein. Weil nur die rechte Ecke dieses Grundbedürfnis, auch eine Nation oder eine Heimat zu haben, ja. Das hat mal angedeutet. Ne? Ja. Ja, hat er. Jetzt die herausfordernde Aufgabe an Alexis, der sie dankbar annimmt, wie ich sehe. Ja, absolut. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich hoffe, ich werde ihm gerecht in den nächsten Minuten. Genau, ich würde gerne daran anknüpfen und dem erstmal heftig widersprechen. Also ich glaube nicht, dass es ein Grundbedürfnis gibt, sowas wie nationale Identität oder so etwas Ähnliches zu haben. Ich meine, menschheitsgeschichtlich sind Nationalstaaten relativ junge Erfindungen, die einhergegangen sind mit oder die geschaffen wurden durch meistens durch Blut und Schwert und so weiter und so fort. Also das halte ich für nicht richtig. Also Identitätskonstruktion gibt es, glaube ich, vielerlei Möglichkeiten. Und ich glaube, dass sozusagen eine nationale Identitätskonstruktion ja, mit die überflüssigste ist, die man sich vorstellen kann. Trotzdem denke ich, dass aus der Tatsache, dass es diese Institutionalisierung der nationalstaatlichen Ebene in der spezifischen Form gibt, das eine gewisse Bedeutung hat und dass eben gewisse Fortschritte von liberaler repräsentativer Demokratie da stattgefunden haben, das ist anzuerkennen, das ist plausibel. Aber ich glaube, die Identitätsfrage, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Baustelle und ich bin da sehr skeptisch und das macht mich eher nervös, so etwas. Jetzt aber zu der Frage von der Verfasstheit der EU, der Eurozone. Genau, wie ich schon gesagt habe, gibt es eben dieses sozialdemokratische Angebot und ich meine, es ist überhaupt nicht despektierlich, also wenn ich sage sozialdemokratisch, sondern da stecken ja auch ein paar interessante Punkte drin und du hast es, glaube ich, ganz gut verkörpert, diese These, wie so etwas aussehen könnte. Und zwar zum Beispiel anhand deines Argumentes, was du gesagt hast, es gibt eben einen hohen Grad von Globalisierung, eine hohe Konzentration von Kapital und dann läuft ja das Argument so, ja deshalb müssen wir sozusagen dem nachregulieren sozusagen. Also man muss die Räume, die das globale Kapital geschaffen hat, dann sozialdemokratisch verregulieren. Das ist ein Strang von Globalisierungskritik, ne, der sozialdemokratische oder keynesianische Strang von Globalisierungskritik. Ich fand in der Hochphase der globalisierungskritischen Phase, keine Ahnung, um das Jahr 2000 herum und ein paar Jahre davor, ein paar Tage danach, den Strang der Globalisierungskritik am interessantesten, der so eine Deglobalisierungsperspektive in Anschlag gebracht hat, der eben sagt, naja, man muss nicht sozusagen dem Kapital nachregulieren, sondern man muss es unmittelbar attackieren und dessen Handlungsspielräume unmittelbar unterbinden. So, ein konkretes Beispiel, was vielleicht scheinbar mit unserem Thema gar nichts zu tun hat, aber ich finde letztendlich doch, im Zuge der Globalisierung, der Schaffung der Weltagrarmärkte oder der weiteren Liberalisierung der Weltagrarmärkte durch die WTO hat sich ja dieser globale Kleinbauern- und Kleinbäuerinnenverband gegründet, La Via Campesina. Viele von euch werden den sicherlich kennen, La Via Campesina, eine der Akteure, die am heftigsten gegen die globalisierte, gegen die neoliberale Globalisierung sich engagiert haben, gekämpft haben, gegen WTO in Seattle, in Cancun, etc., etc. Und deren Hauptkonzept ist ja das Konzept der Ernährungssouveränität. So. Ja, und das besteht ja darin, zu sagen, man braucht natürlich auf globaler Ebene
Vertragswerke, wie zum Beispiel in der FAO, in der, Nahrungsorganisation der UN, FAO, Food and Agriculture Organization, genau. Aber dieses globale Vertragswerk soll eines tun, nicht einfach einen globalen Markt regulieren in Form von sozialdemokratischen Leitplanken, nein, so ein Vertragswerk soll zur Ernährungssouveränität führen, nämlich die Handlungsspielräume auf lokaler, regionaler, nationalstaatlicher Ebene vergrößern, damit sich die Leute eben vernünftig ernähren können, damit Leute produzieren können und eben Nahrung haben. Also sozusagen globale Verträge, die Handlungsspielräume auf nationalstaatlicher Ebene verbessern. Das finde ich sozusagen den spannenden Strang der Globalisierungskritik und das ist auch meine Herangehensweise letztendlich an die Europäische Union, die ich als Globalisierungsprojekt mit ihrem Binnenmarkt und der Euro ist letztendlich ein weiterer Schritt zur Vollendung des Binnenmarktes darstellt. Also die EU als Globalisierungsprojekt und nicht sozusagen als Projekt, was es ermöglicht, gegen die Einflüsse der Globalisierung zu schützen, die irgendwie von außen kommen mögen. So scheint das immer so ein bisschen durch in eurokeynesianischen Konzepten. Sondern man muss eben dieses Globalisierungsprojekt auseinandernehmen. Und wenn es, wie du richtig sagst, einen hohen Grad an Globalisierung gibt, einen hohen Grad von Kapitalkonzentration und globalisierten, / europäisierten Wertschöpfungsketten, ja, das ist ja so, dann finde ich, da muss man genau, da muss man ran, also die muss man kaputt machen, diese Wertschöpfungsketten. Ja, ja, so, und, genau. Das muss sozusagen das eigentliche Ziel sein, meines Erachtens. Es gibt ja diesen berühmten Erdbeerjoghurt, der in der EU produziert wird und die einzelnen Komponenten mindestens 4000 Kilometer durch irgendwie 6 Länder irgendwie durchlaufen, damit dieses Produkt dann fertig da steht. In griechischen Supermärkten findet man irische Butter, dänischen Käse, Tomaten aus den Niederlanden. Das ist sozusagen die Realität des Binnenmarktes und der Kapitalkonzentration. Und genau das, finde ich, muss man kaputt machen. Ja, das sind so. Wir gleicher Meinung. Nee, das ist eine ganz andere Argumentationskette. Nein, wir sind da total gleicher Meinung. Okay, dann müssen wir das vielleicht nachher nochmal ausdiskutieren. So, deshalb meine starke Betonung, andere Ebenen zu stärken und nicht eben die europäische Ebene, also die EU-Ebene, die Eurozone-Ebene. Das führt aber natürlich, das schließt aber nicht aus, dass es meiner Meinung nach Institutionen geben muss, die auch, naja, sozusagen Umverteilungsprozesse ermöglichen. Also ich bin ein großer Fan davon, von einer europäischen Krankenkasse zum Beispiel. Technisch wäre es überhaupt problemlos möglich, so etwas einzusetzen, eine europäische Krankenkasse. Ich finde aber nicht, dass das sozusagen eine Institution sein sollte, wie jetzt in der Bundesrepublik. Ja? Du hast das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Ja? Ich glaube, dass die Bundesrepublik, wie sie funktioniert, das ist ja empirisch auch zu zeigen, also die 5 neuen Bundesländern, die, martialisch gesagt, die bluten weiterhin aus. Obwohl es den Länderfinanzausgleich gibt, obwohl es Sozialversicherungssysteme gibt, bluten die aus. Und ich glaube, dass aus vielerlei Perspektiven, unter anderem demokratiepolitischen Perspektive, man nicht sagen kann, wir schaffen eine Europäische Republik, die funktioniert so wie die Bundesrepublik mit einem Länderfinanzausgleich, aber man hat sozusagen Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Griechenland und Zypern als Mecklenburg-Vorpommern mit sozusagen 150 Millionen Menschen und das geht dann sozusagen ökonomisch weiterhin vor die Hunde. So, sondern ich glaube, ganz trotz sozusagen Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik, ja, sondern man braucht eben Spielräume, damit sich in diesen Ländern eigene ökonomische Dynamiken entfalten können und deshalb, glaube ich, hilft es nicht, diese Form von sozialdemokratischer Integration zu wählen, wie sie zum Beispiel Flassbeck idealtypisch verkörpert. Ja, viele von Ihnen werden Heider Flassbeck sicherlich kennen, der gemeinsam zum Beispiel mit Axel Trost, den vielleicht auch von der Linkspartei, den vielleicht einige von euch und von Ihnen kennen, sagt, naja, das, was im Fünf-Präsidenten-Bericht steht, mit diesen neuen Gremien, die geschaffen werden, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn es diese Gremien erstmal gibt,
dann können wir da einfach sozialdemokratisch damit agieren. So, ja? Und meine These wäre ja, dass der sozialdemokratische Weg zu einer Europäischen Republik letztendlich doch in eine autoritäre Staatsform hineingeht. Denn wenn man einfach das, was es an repräsentativer liberaler Demokratie gibt, die, wie ich finde, sehr defizitär ist, einfach nochmal hochskaliert auf eben 520 Millionen Menschen, dann handelt man sich nicht mehr Demokratie ein. So, das, was es sozusagen an Problemen gibt der liberalen repräsentativen Demokratie, die finde ich nicht besonders gut funktioniert, auch wenn es im Moment das Beste ist, was irgendwie im Angebot ist, also real existierend im Angebot ist, würde zu einer autoritären Konstruktion führen. Dann hätte man irgendwie 600 Abgeordnete zuständig, oder sagen wir mal 500 Abgeordnete zuständig für 500 Millionen Menschen. Jeder kann sich ungefähr vorstellen, was sozusagen das an repräsentativer Qualität erbringen würde. Und das große Problem ist ja, dass, was wir zurzeit erleben, also Gramsci würde das passive Revolution nennen, nämlich sozusagen die Durchsetzung eines Staatsprojektes, eines politisch-ökonomischen Projektes von oben, das läuft gerade. Und ein Projekt dagegen zu setzen, was letztendlich auf denselben Eliten basiert, nur man hat eben andere Institutionen oder man hat eine höhere demokratische Legitimität, führt uns nicht aus der Bedrulle raus, meines Erachtens, sondern man braucht eine andere Form von Demokratie. Ja. Ein Stichwort dazu, 2011 gab es starke soziale Bewegungen, Besetzung der Plätze und in Spanien gab es dieses Motto, reale Demokratie jetzt. Und diesen Slogan gab es auch in Griechenland und diese reale Demokratie jetzt ist ja eine Erkenntnis dessen, dass repräsentative liberale Demokratie nicht reicht, dass es sozusagen einen Endpunkt gekommen ist, dass man eigentlich eine andere Form von Demokratie braucht und deshalb halte ich so eine Republik auf EU-Ebene, die klassischen Probleme einfach nur nochmal aufbläst, für nicht hilfreich. So, das wäre sozusagen mein Plädoyer, aber ich gebe zu, es gibt da viele offene Fragen und nicht alle sozialdemokratischen Argumente sind völlig falsch, das will ich überhaupt nicht behaupten, aber ich finde sozusagen, dass die Bewegungsdynamik dieser Argumentation in die falsche Richtung führt. Ja. Wir lassen das so stehen. Ja. Und dann